Konnichiwa Anime und Game Otakus, da sind wir wieder zu einem neuen Projekt. Das ist hier mein Überraschungsprojekt, Silence, und ich möchte jetzt direkt mal anfangen. Ich habe gesehen, wie schön es ist und ich möchte das einfach mal spielen. Es gefällt mir sehr und ist jetzt Teil 2, aber ich habe so viel gesehen und das ist einfach so schön. Vielleicht weine ich auch, aber nee, Spaß. Ist einfach so schön gemacht und ich möchte das mit euch teilen. Und ich bin mal kurz ruhig. Wir müssen in den Bunker. Oh mein Gott, war das das kleine Mädchen? Oh weia. Die Musik ist echt schön. So, kurz warten. Ich sehe nämlich gerade auch so viel wie ihr. Da unten ist ein kleiner Ladebildschirm. So eine kleine Fackel oder so. Lass uns woanders hingehen. Es ist schrecklich eng und staubig. Man kann kaum atmen. Okay. Ich sag jetzt schon mal, dass es nicht jedermanns Sache ist, wie die Grafik ist, also das Spielverhalten jetzt hier so, wie man es sich anschauen kann. Aber ich finde es schön. Das ist halt so ein Fantasy-Indie-Spiel. Action, naja, nicht wirklich. Das ist eher so Abenteuer-Fantasy und ein Indie halt. Und ich möchte das jetzt unbedingt spielen und ja. Sag ihr, dass du deine Klaustrophobie im Griff hast. Sag ihr, dass die letzte Panikattacke schon Monate zurückliegt. Sagen wir mal das Wir hier. halten das schon aus, Rini. Miss Clock sagt, hier ist es gar nicht sicher. Scheiße, ich hasse so eine Entscheidung zu treffen.
Sie hat wahrscheinlich recht. Das Einzige, was sicher ist, ist der Tod. Hier bist du auf jeden Fall sicherer als draußen. Wir könnten uns draußen im Wald verstecken. Nein. Oh, die Kleine ist so knuffig. Oder wir laufen zum Waisenhaus zurück. Sarah und Marie warten bestimmt schon auf uns. Das Blut. Verdammt nochmal, wir können hier nicht raus. Verstehst du das nicht? Alle, die jetzt noch draußen sind, werden draufgehen. Alle. Kleine Mädchen sind nicht unverwundbar. Sie werden genauso zerfetzt wie alle anderen. Alter. Das war nicht so gemeint. Rainy, ich wollte dir keine Angst machen. Rainy, es tut mir schrecklich leid. Bitte vergiss, was ich gesagt habe. Es wird dir nichts passieren. Ich verspreche's. Oh, mit ihrer großen was kann Mütze. Was kann ich tun, um Rainy die Angst zu nehmen? Weiß ich nicht, aber die ist so süß. Oh, das sieht so schön aus. Eine Socke. Ach, schau mal. Da ist ja die Socke, die ich letzte Woche gesucht habe. Ja, das wird dir sehr... Jetzt ist bestimmt wieder die andere verschwunden. Socken gehören zusammen. Und trotzdem fehlt immer eine. Ist doch komisch, findest du nicht? Nein, das ist sogar ziemlich traurig. Oh Gott. Oh Mann, nicht weinen. Ich hasse das. Bitte nicht weinen, süße kleine Maus. Lampenschirm. Vielleicht ist das was Beruhigendes für sie. Du machst doch Schattenspiel. Schau mal, Rini. Der Elefant ist wieder da. Oh je. Oh Gott. Sie hört nicht auf zu weinen. Vielleicht läuft gerade ein Tierfilm. Pass mal auf. Wir machen jetzt was, was Miss Clock gar nicht leiden kann. Ist die Opferzahl ungewiss? Toll. Super. Du hast sie. Sicher ist, dass der Luftangriff noch fortgesetzt wird. Du hast sie super motiviert. Du hast sie super nicht zum Murmeln. Vielleicht mag sie murmeln. Das bringt mich auf etwas, das Rini bisher immer beruhigen konnte. Oh, die ist so klein. Sag mal, wer ich bin. Na? Du siehst überhaupt nicht so aus. Und jetzt? Nee, du hast ja nicht mal Bommeln. Und wo ist Bot? Wo kriege ich denn hier eine Bommelmütze her? Ganz zu schweigen von einer grünen Superraupe. Was macht sie, ne? Sie hat die Murmeln genommen. Fernseher, okay. Vielleicht kann man die Socke aufsetzen, ich habe keine Ahnung. Oh, nicht weinen, jetzt hör doch auf. Ein Eselkopf. Was ist damit? Hey, der hat Bommelohren. Ich hasse es, mich zum Clown zu machen. Aber für Rini tue ich's. Okay. Hallo Rini. Hallo Sedgwick. Wie geht's Spot? Du kannst ihn gleich selbst fragen. Wer ist Spot? Was? Ich verstehe es gerade nicht. Schrank? Da kann man jetzt was im Schrank gucken. Wow, hier hat man sehr viele Möglichkeiten, wie ich gerade sehe. Ein kaputter Spiegel. So einer wie Spot ist nicht leicht zu finden. Spot? Wer ist Spot? Lampenschirm. Vielleicht die Socke. Sieht aus wie eine Raupe. Das da könnte ein Sockenspot werden. Ja. Tada! Heute gibt es eine Wünsch-dir-was-Vorstellung. Ich wünsche mir die Geschichte von Silence. Wirklich? Nicht das Pupslied oder das Rübs... Oh, Pupslied klingt lustig. Nein! Erzähl mir die Geschichte von Spot und Sedgwick, bitte. Na schön. Die Geschichte von Sedgwick also. Und seiner Welt Silence. Na klar. Und seiner Welt namens... I.A. Entschuldigung. Silence. Sedgwick war ein Clown, der nie lachte. Er wollte auch nicht, dass die Leute über ihn lachen. Also verließ er seinen Opa, seinen Bruder und den Zirkus und ging hinaus in die Welt. Aber nicht allein. Denn mit ihm ging sein bester Freund. Spot. Spot hat Sedgwick immer geholfen. Er konnte sich nämlich verwandeln in alles Mögliche. Und so schafften sie es bis zum König von Silence. Du brauchst eine Krone. Und noch was für die Prozefeiung. Immer schön der Reihe nach. Zuerst... meine Krone.
Was? Prophezeiung hat sie gerade gesagt? Oh, ist das süß. Sorry, aber oh. Die ist ja schon niedlich. Finde ich auch super, dass ihr Bruder sowas Schönes macht, sie aufzumuntern. Das sieht aus wie eine Krone. Ach, da ist sie ja. Eine sehr große Krone. Tada! Der König von Silence. Er war ein guter König. Aber dann wurde er krank. Und mit seiner Krankheit kam auch das Unheil über das Land. Die Felder verdorrten. Die Mauern der Städte bröckelten. Und alles begann zu zerfallen. Der König musste nur gesund werden. Dann wäre auch Silence gerettet. Sedwick wollte ihm das Lebenselixier bringen. Ganz so, wie es ein altes Orakel prophezeit hatte. Shana ist nicht alt. Hast recht. Sie ist eher zeitlos. Und geheimnisvoll. Wo ist ihre Kristallkugel? Die Kleine hat Ansprüche, das merkt man. Und sie erzählt sogar die Geschichte mit, das ist voll niedlich. Die Birne könnte eine Kristallkugel sein. Hallo, Kristallkugel! Mal gucken. Hatte Shana auch so eine? Bestimmt, irgendwo. Die geheimnisvolle Shana prophezeite Sedwick, dass er dazu bestimmt war, den König zu retten, aber seine Welt zu zerstören. Das wollte er natürlich nicht glauben. Er wollte dem König ein Lebenselixier bringen, stimmt's? Ja, aber als er im Schloss ankam, sah er, dass Shana recht hatte. Weißt du noch, was ihn im Thronsaal erwartete? Was dreht alles herum, ohne sich selbst zu bewegen? Im Thronsaal war kein König, nur ein Spiegel. Okay, das ist interessant, was sie hier machen. Finde ich voll cool. Hier ist ein Spiegel. Ein kaputter zwar, aber... Als Hedwig in den Spiegel schaute, sah er keinen traurigen Clown mit Bommeln. Sondern einen kleinen Jungen, der in einem Krankenhausbett lag. Bereit, die Augen nach langer Zeit das erste Mal wieder zu öffnen oder sie für immer zu schließen. Du warst das. Du warst krank und hast geschlafen. Und Hedwig, Spot und Silence? All das war nur von dir geträumt. Ja. Was hat Sedwick dann gemacht? Er zerschlug den Spiegel und ließ seine Welt untergehen. Um dich zu retten, denn du warst der König von Silence. Ah! Wow. Rini! Was ist mit dir? Okay. Autsch. Oh, verdammt. Rini, geht's dir gut? Rini! Autsch! Komm schon, weg mit dem Scheiß! Was halte? Ah, lange du. Wo ist die Kleine? Rini! Scheiße, ist alles zusammengebrochen! Oh nein! Der Fernseher ist an, warum ist der Fernseher an? Ah, okay, man kann sich Tipps holen. Oh, Donkey. Oder was von ihm noch übrig ist. Oh nein! Der Fernseher. Alle Truppen an der Front. Auch Jugendliche sind angehalten, sich zu verpflichten. Rini! Scheiße, wo ist die Kleine? Wo bist du? Oh mein Gott! Ich muss noch gucken, wie das funktioniert. Oh Gott, ich habe gerade voll den Schock gekriegt. Gott sei Dank. Was war das? Die Socke, mit der ich Spot gespielt habe. Was ist denn da drin? Ein Ball? Sieht aus, wie das Ei aus dem Spot geschlüpft ist. Was? Seltsam. Hallo, Spot? Bist du da drin? Wo ist die Kleine? Wir nehmen mal das Ei einfach mit. Rini! Ein Glück, du lebst! Wo bist du? Ja. Die blöde Kiste! Mach den Scheiß aus!
Leiser, verdammt! Mach den Kack aus! Geh endlich aus! Ruhe! Okay. Rini! Verdammtes Scheißteil! Es will nicht ausgehen. Halt die Klappe! Geh kaputt, verdammt nochmal! Schmeiß es doch irgendwo. Das Scheißteil! Halt endlich die Klappe! Geh kaputt, verdammt nochmal! Du verdammtes Scheißteil! Es ist ein Leiser, wir lassen es mal jetzt. Wo sollen wir jetzt hin? Ein Hammer. Oh. Nimm mal den Hammer. Oh, jetzt ist er voll aggressiv. Jetzt ist es aber ganz dunkel. Was der für Ausdrücke sagt. Oh, Scheiße. So, was ist jetzt hier los? Oh, das ist so schön. Schön gemacht. Was ist das? Keine Ahnung. Durchklettern. Ich muss mal mit der Steuerung ein bisschen. Wo geht man hier hin zum Klettern? Durchklettern. Ich habe keine Ahnung. Das ist noch nicht so wirklich mein... Ja. Wie soll ich jetzt da hochklettern? Durchklettern. Der will nicht klettern. Okay, jetzt aber. Ich muss noch mit der Steuerung ein bisschen klarkommen. Ist halt ein bisschen anders, als was sonst ich spiele. Ja. Kann man so sagen. So, wo sind wir? Und wo ist die Kleine? Wow, was ist das denn? Was? Was ist das hier? Ich habe keine Ahnung, aber da vorne scheint die Kleine zu sein, oder? Dinge aus Silence herum. Träume ich das oder was? Da ganz vorne. Seht ihr das? Da ganz vorne beim hellen Licht, da ist irgendwas Kleines. Das könnte sie doch sein, oder? Ich habe keine Ahnung. Okay, aber ich glaube, ich mache hier erstmal einen kleinen Cut. Wir sehen uns dann im nächsten Part und dann geht's auf jeden Fall wieder weiter. Schaltet dann wieder ein und es ist echt schön bis jetzt. Also bis dann.